Heute zeige ich dir für die heißen Tage ein super Dessert, was kaum jemand kennt. Nämlich mexikanische Wassermelone. Dazu habe ich die Melonenstücke so ein kleines Schiffchen geschnitten. Dann habe ich hier Meersalz, das einfach schön drüber machen. Chilis aus der Mühle. Ist ja mexikanisch, also auch ein bisschen spicy. Hier auch schön ordentlich auf die Melone drauf machen und am Ende jeweils mit einem Minzplättchen dekorieren. Super schnell gemacht, mega erfrischend und einfach mal was ganz anderes. So, und schon ist das Ganze fertig. Guten Appetit!